Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist wieder euer Ludovico von Spielenburg, immer noch im Gespräch mit dem guten Erzmagister Merail. Nun. Fangen wir mit dem größten Problem von allen an. Wie soll ich mich in den Erinnerungen zurechtfinden? Ich spreche kein Pyräisch. Stimmt, aber der Priester, in dessen Verstand ihr reisen werdet, tat es. Ich hoffe, das genügt. Und selbst wenn nicht, habt ihr immer noch das Echo. Bisher hattet ihr ja keine Probleme, die Visionen zu verstehen. Vielleicht ist das hier nicht anders. Also, wieso braucht dieses Ritual eigentlich Worte? Die Magie, die ich hier kenne, ist eher klanglos. Das stimmt, aber bei dem Ritual handelt es sich um eine spezielle Form der Magie. Sie ist der Entropie ziemlich ähnlich, mit dem Unterschied, dass diese sogenannten Fokusworte beim Wahrwerden der Eventualität helfen sollen. Nun, also das Gesamte klingt eher gewagt. Ach, wem sagt ihr das? Ich komme mir selbst vor wie ein Myrade im Krötenteich. Aber die Alternative wäre, jede Ruine auf Vin nach den Schriftrollen der Priester zu durchforsten. Sind Myraden allergisch gegen Kröten oder können sie nicht schwimmen? Naja, also nehmen wir mal an, ich gelange in diese Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Uns fehlen nur die letzten Worte des Rituals, den Rest haben wir. Wonach ihr suchen müsst, ist eine ornamentierte Schriftrolle, wie auf der Zeichnung, die ich euch gleich geben werde. Und dann müsst ihr euch die Glyphen darauf einprägen und in der echten Welt niederschreiben. Gut. Alles verstanden. Und wo befindet sich dieses Relikt? Nun, das... Es gibt im Westen Enderals ein altes Haus, das einem Artefaktsammler gehört. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass sich das Wort der Toten in seinem Besitz befindet. Moment, ihr meint diesen Kauz mit den Holzpuppen aus dem Badenlied? Ja, er existiert wirklich. Das heißt, wir müssen zu dem Anwesen dieses Mannes reisen und ihm das Wort der Toten entwenden. Nicht entwenden. Es genügt, wenn ihr es auf den Pyräer anwendet, die Erinnerung findet und wieder zurückkehrt. Oh. Unser Plan sieht vor, dass ihr gemeinsam mit Dalvarek zu dem Anwesen reist, und zwar nachts. Ihr läutet die Türglocke, gebt euch als Artefakthändler aus und bietet dem alten Mann das hier an. Wenn alles gut geht, bietet er euch ein Quartier für die Nacht an. Dann wartet ihr den richtigen Moment ab, sucht das Wort der Toten und holt den Pyräer zu euch. Kann der alte Mann dieses Relikt nicht, also kann der Orden dieses Relikt nicht einfach vom alten Mann erzwingen? Eine gute Frage, aber nein. Der alte Mann ist besonders. Selbst die Lichtgeborenen befahlen stets, ihn unbehelligt leben zu lassen, weiß der schwarze Wächter warum. Wenn wir ihn schon betrügen müssen, dann wenigstens unauffällig. Deshalb seid ihr auch für die Mission so gut geeignet. Weder euer Gesicht noch das des Söldners wird man mit dem Orden in Verbindung bringen. Und was tun wir, wenn etwas schief geht? Dann flieht ihr. Ihr dürft unter keinen Umständen Gewalt anwenden, egal was passiert. Gut, also wie genau wende ich das Wort der Toten denn nun an? Erzmagister? Tja, das ist ein guter Punkt. Wir wissen es nicht, weil wir nicht einmal wissen, wie es eigentlich aussieht. Aber wie heißt es so schön? Panieren geht über Probieren. Irgendwie kriegen wir das okay, schon. Okay, der Mann hat einfach keine Ahnung. Und selbst wenn nicht, es klingt allemal nach Abenteuer. Es ist eine große Verantwortung, macht euch das bewusst. Aber ich habe Vertrauen in euch beide. Jetzt brecht so bald wie möglich auf, die Mission wird Früchte tragen, das spüre ich. Na dann, Jasper? Puh. Und weg sind sie. Brechen wir auf? Yep. Triff mich einfach beim Myraden an der Steilklippe. Ich gehe noch meine 7 Sachen packen. Gut, dann gehen wir wohl mal zur Steilklippe. Ja, Erzmagister. Wie ist die Lage? Ja. Seid ihr eigentlich Endralea? Ihr habt da einen leichten Akzent. Hab ich? Ich dachte eigentlich, den hätte ich mir abgewöhnt. Aber ja, ihr habt recht. Ich stamme ursprünglich aus Nerim. Wie ihr, wenn ich mich recht entsinne. Aus Nerim? Wieso habt ihr mir nichts davon erzählt? Warum sollte er? Gute Frage. Wirklich gut. Vermutlich, weil ich keine einzige gute Erinnerung an dieses Land habe. Wisst ihr,
Wenn ihr mich vor 2,5 Jahrzehnten gesehen hättet, hättet ihr nämlich niemals vermutet, dass ich einmal zum Erzmagister Enderals werden würde. Nein, wirklich nicht. Ich war nämlich Sklave. Ihr wart Sklave? Ja, ich wurde in eine fahrende eternische Spielmannsfamilie hineingeboren, habe aber meinen Vater nie kennengelernt. Irgendwann hatte meine Mutter dann aber genug von diesem Leben und hat sich davon gemacht, mit mir auf dem Arm. Aber wollt ihr das überhaupt hören? Ich will euch nicht langweilen. Natürlich, keine Sorge, tut ihr nicht. Wie ist die Flucht eurer Mutter ausgegangen? Naja, sie hat einen reisenden Händler kennengelernt, der uns in einem kleinen Dorf im Salatinwald abgesetzt hat. Sildren hieß es. Meine Mutter sollte sich dort als Weberin ein paar Münzen verdienen, um mich durchzufüttern. Aber der Mann, bei dem sie zu arbeiten begann, hat sie irgendwann einfach nicht mehr bezahlt und uns wider Willen dort gelassen. Creo war sein Name. Ich werde diesen Schandkerl nie vergessen. Ihr meint, er hat euch und eure Mutter einfach zu seinen Sklaven gemacht? Wie ist das möglich? Das fragt ihr mich. Ihr seid doch selbst Nirimese. Was hätte meine Mutter schon machen können? Sie war schwach und ich viel zu jung. Bis ich 9 war, mussten wir diesem Creo dienen, wenn ihr versteht. Und niemand hat euch geholfen? Niemand, nein. Creo hat ein großes Anwesen und hielt dort ein gutes Dutzend Sklaven. Jeder im Salatinwald hatte Angst vor ihm. Und von Kanzler Baratheon war ohnehin keine Hilfe zu erwarten. Und wie seid ihr dann schlussendlich entkommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Ein reisender indraleischer Geschäftsmann ritt eines Tages mitsamt Eskorte durch das Dorf und sah durch Zufall die Kräuter, die ich in unserer Hütte zum Trocknen aufgehängt hatte. Das habe ich immer in den wenigen Stunden, die mir an freier Zeit blieben, gemacht, wisst ihr? Der Wald war so reich an seltenen Gewächsen, ihr macht euch keine Vorstellung. Naja, auf jeden Fall hatte ich durch Zufall ein ganzes Bündel Götterzunge gefunden. Das hat den Mann sehr beeindruckt und da hatte mich Creo kurzerhand abgekauft. Und eure Mutter? Tja, die hat er einfach dort gelassen. Er war kein gnädiger Mann, wirklich nicht, sondern wollte einfach nur mein Händchen für Kräuter. 2 Monate später sind wir dann von Wellenfels aus nach Enderal übergesetzt und er starb dort ein gutes Jahr später an den Fleischmaden. Aber er war seines Pfades erhabener und als seine Angehörigen von meinem alchemistischen Talent erfuhren, erkauften sie mir einen Platz als Novize. Tja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Seltsam, euch das so zu erzählen. Führt mir irgendwie vor Augen, wie verrückt meine Geschichte eigentlich ist. Habt ihr eure Mutter denn je wiedergesehen? Nein, meine Verpflichtungen hier sind zu zahlreich und eine Passage nach Nerim ist sündhaft teuer. Aber ich habe vor ungefähr 1 Jahr einen Söldner nach Sildren schicken lassen. Laut ihm jedoch ist Creos Anwesen wie ausgestorben und von meiner Mutter war keine Spur. Aber wenn all das vorbei ist, werde ich den Großmeister um Erlaubnis bitten, selbst suchen gehen zu können. Beim rechten Weg, jetzt habe ich euch aber zugeschwafelt. Ich denke mir, ein Mann wie ihr hat Interessanteres zu tun, als sich die Lebensgeschichten eines langweiligen Magisters anzuhören. Verzeiht mir. Alles gut. Sagt, Merail, wie kommt ihr mit der Rekonstruktion des Leuchtfeuers voran? Die grobe Form zu rekonstruieren war hart, gerade mit diesem seltsamen Metall, aus dem es besteht, aber machbar. Was seine innere Funktionalität angeht, den Sinn dieser Sockel, wir tappen im Dunkeln. Oh. Die Maschine ist anders als alles, was wir kennen. Außerweltlich, könnte man fast sagen. Na dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. So, dann haben wir mit Merail gesprochen, wir haben mit dem guten Yuslan gesprochen. Wir lernen hier richtig Leute kennen. Entdeckt ein Enderalea eine Magiebegabung in sich, steht er in der Pflicht, dies dem Orden zu melden. Er oder sie muss sich anschließend in Ausbildung begeben und eine Reihe fordernder, gefährlicher Rituale vollziehen. Hüter. Warum muss ich denn jetzt hier rein? Ah, weil das der Weg ist. Ich wäre beeindruckt gewesen, wenn sie jetzt das Lied vom alten Mann gespielt hätte, aber so. Also von daher, das wäre ja...
Das wäre ja richtig künstlerisch wertvoll Malfest jetzt gewesen. Zum Gruß. Ja, hallo, liebe Hütterin. Malfast zum Gruß schreitet wohl. Hier ist der Gärtner. Wir wollen zum Myradenturm. Das ist jetzt unser Ziel, auf das wir zur Steilklippe können, um mit Jesper ein Abenteuer zu erleben. Ich mag Abenteuer. Da, Südviertel Myradenturm. Der Anspruch an den Novizen des Ordens ist groß. Vor dem Aufstieg zum Ordenshüter müssen sie eine Prüfung ablegen, die nicht nur ihre kriegerischen Fähigkeiten auf die Probe stellt. Ja, wir waren dabei, ist nicht schön. Auf zu den Myraden. Messer? Schreit. So, ich möchte mit dem Myraden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Zur Steilklippe. Und Mu. Ins Unbekannte, ins Abenteuer. Mit unserem guten Freund Jesper. Groschen sind unverzichtbar für eure Charakterentwicklung. Ihr benötigt sie zum Kaufen von Ausrüstung und Lehrbüchern, die auf höheren Schwierigkeitsgraden unabdingbar sind. Legt also alles daran, euren Beutel stets gefüllt zu halten. Sei es durch Erkundung, Handel, Quests, bla. Jesper. Na, mein Freund. Da bist du ja. Und? Wollen wir? Gerne, aber wir können uns auch vorher unterhalten. Sag, Jesper, was ist eigentlich die Geschichte hinter dieser Narbe? Die Narbe? Sagen wir es so. Wenn dich irgendwann mal 2-4 armweit große arasialische Frauen in einer Talguler Taverne auf ihr Zimmer einladen, solltest du die beiden entweder verdammt gut kennen oder Fersengeld geben. Oh, Tagul? Sagt dir nichts? Die Hauptstadt, zumindest laut den zivilisierten Arasealern. Lass mich raten, du hast weder noch getan. Asche auf mein Haupt. Mich hatte so ein reicher Schnösel angeheuert, um ihm einen Totem aus einer Siedlung der Freien zu beschaffen. Also der Arasealer, die sich nicht den Lichtgeborenen gebeugt haben, ihre Naturgötter verehren und als Nomaden durch die Steppe ziehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du durch deine Mutter ein wenig über Arasael weißt, also den Konflikt zwischen den Freien und den Zivilisierten. Die Attentate, die Blutfäden. Das Übliche eben, wenn zwei Parteien beide meinen, es besser zu wissen. Ja, Klassiker. Der Auftrag entsprang natürlich dieser Fehde. Das Totem gehörte einem Nomadenstamm und der Schnösel wollte es haben. Also habe ich es ihm beschafft. Und die beiden Arasealerinnen waren Freie? Korrekt. Und ich war angetrunken und etwas einsam, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du schon mal eine reinblütige Arasealerin in ihren 20ern gesehen? Da ist es wirklich schwer, Nein zu sagen. Naja, wie du jedenfalls schon erkannt hast, das Ganze lief anders als erwartet. Oben im Zimmer angekommen, hat mein Gesicht Bekanntschaft mit einem Tischbein und 4 absolut nicht zarten arasealischen Damen Fäusten und Füßen gemacht. Und das Totem war mitsamt all meinen Groschen und Klamotten weg. Geschah mir vermutlich irgendwie recht. Das passiert, wenn man in den falschen Situationen mit der Hüftgegend und nicht mit dem Kopf denkt. Sie haben dir also deine ganze Kleidung genommen? Ja. Nimmst du es mir übel, wenn ich das irgendwie lustig finde? Oh, welch kalte Welt ist das. Ich offenbare dir meine tiefsten seelischen Narben und du hast nichts als Hohn für mich übrig. Verdammt seist du, oh schelmische Kreatur. Aber, naja, wie sagt man so schön, ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen. Schön, dass dich die ganze Sache wenigstens nicht deine Bescheidenheit gekostet hat. Fakten bleiben Fakten. Wo er recht hat. Aber sag Jesper, du warst doch auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Stimmt. Warum fragst du? Aus Interesse. Was hat dich bewogen, wieder zurück nach Enderal zu kommen? Puh.
Gute Frage. So, vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. Und in welchen Ländern warst du so überall? Die meiste Zeit habe ich in Kyra verbracht. Dann war ich noch einmal eine längere Zeit auf den Inseln von Kile. Ah, und einmal hat mich eine Mission nach Mele und nach Myr Aranat geführt. Erzähl mir doch mal was über Kyra. Was bin ich, ein reisender Foliant? Ich fürchte, ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Ach. Aber Kyra ist großartig. Die Leute dort sind so viel freier als hier, vor allem in ihrem Denken. Es gibt die riesigen Basare, die Paläste der Händlerfürsten und die Festung der Magierzirkel. Aber das muss man selbst gesehen haben. Myr Aranat, ist das nicht verlassen? Yep, ist es. Ich war mit einem Söldnertrupp dort. Wir sollten etwas aus einem Turm der alten Hauptstadt bergen. Kein schöner Fleck, wirklich. Überall ist da dieser Nebel. Und bei jedem Schritt musst du aufpassen, nicht in irgendeinem Sumpf zu versinken. Aber hat natürlich auch seinen Reiz. Wie war es auf Kile? Puh, anders. So schön die Inseln sind, es gibt ja immer dieses Gefühl von Hektik. Und eines Machtkampfes. Hast du schon mal was von den Spielgroschen gehört? Auf Kile ist es zum Beispiel kein Verbrechen, wenn ein Händler einen Käufer zu betrügen versucht. Der Käufer ist selbst schuld, wenn er den Betrug nicht erkennt. Aber wenn er es tut, dann schuldet ihm der Händler eine Art symbolischen Groschen. Skurril, oder? Aber dort ist es gang und gäbe. Und ist es nicht eigentlich schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Nun, dann wollen wir doch mal... Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh, wir sind aufgelevelt. Mana. Lass uns gehen. Wunderbar. Hier, ich zeichne dir den Ort, wo das Anwesen sein soll, auf der Karte ein. Geh du vor. Ah, da. Ja, das ist ja mal angenehm. Wir können der Straße folgen. Ist das die richtige Straße? Ich weiß es gerade nicht. Ist ein bisschen undurchsichtig noch. Wenn wir hier jetzt lang gehen, dann ist das genau die falsche Richtung. Das ist ja mal wieder typisch. Hallo, Ziege. Wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, dann sollten wir direkt zu des alten Mannes Haus kommen. Ach ja. Wollen wir mal hoffen, dass er netter ist als in den Liedern. Denn wie sagt das Bartensystem? Denn wie sagt Jesper? Denn das Bartenlied sagt ja so schön: Und klopfst du an die Tür, dann sag leb wohl zu dieser Welt, denn keiner, der hineinging, trat jemals wieder heraus aus des alten Mannes Haus. Ach ja, wo ist Jesper tot? Wir haben Jesper verloren. Das macht nichts. Schwund ist immer. Jesper soll sich mal nicht so anstellen. Oh, was leuchtet da? Oh. Oh. Verdammt. Verdammt, ich sterbe. Ich sterbe. Genesungstrank. Ranzig. Ja, egal. Wir hätten nicht die Abkürzung über die Klippe nehmen dürfen.
Oh nein. Oh nein, wir müssen noch mal komplett mit Jesper reden. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Nun, das werde ich vielleicht in der Zwischenzeit machen. Egal. Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und viel Spaß. Euer Ludovico von Spielenberg. So viel zu tun.